Willkommen zu Stationeers, mein Name ist Matthias und heute soll es um den Fahrstuhl gehen. Jetzt werdet ihr euch denken, warum Fahrstuhl? Man baut den, steigt ein, fährt hoch. Geht doch alles. Ja, es geht mehr. Ich habe hier einen Dialer angebracht. Mit dem können wir die Fahrstuhlgeschwindigkeit einstellen. Das ist die normale Fahrstuhlgeschwindigkeit. So. Ist nicht weiter spannend. Um einen Unterschied festzustellen, drehe ich jetzt mal ordentlich am Gashahn und sage 4. Dann haben wir die Fahrstuhlgeschwindigkeit 5. Dieser Chip macht nichts anderes, außer die Geschwindigkeit des Fahrstuhls zu ermitteln. Die Quelltexte zeige ich gleich und packe ich auch in der Videobeschreibung. Wenn wir jetzt fahren, sehen wir, der Fahrstuhl fährt schon mal schneller. So, jetzt hat man ja manchmal so das Problem, ich muss ganz schnell nach oben, ich muss ganz schnell nach oben. Der Weg ist so lange und das ist mir immer noch zu langsam. Dafür haben wir hier ein paar Taster. Die werden über Batch eingelesen. Das heißt, ihr könnt so viele Taster an Stationen bringen, wie ihr wollt. Ja, und dann drücken wir da drauf. Dann sind wir mal ganz schnell oben. Mal ganz schnell. Ne? So. Wunderbar, es klappt. Und runter kommen wir natürlich wieder ganz charmant mit der eingestellten Geschwindigkeit. Um das mal zu präsentieren, ihr macht an jeder Etage hier so einen Taster hin, ist egal welchen wir jetzt da drücken. Und dann fliegen wir mal ganz schnell nach oben. Der Fahrstuhl bremst auch vorher ab, es passiert euch nichts. So, mit der Geschwindigkeit, das ist jetzt die höchste normale Geschwindigkeit, ihr seht schon, da fängt man langsam an zu hüpfen. Fahren wir jetzt. Wenn euch die Geschwindigkeit natürlich zu schnell ist, dann könnt ihr immer noch sagen, okay, dann drehen wir mal ein bisschen hier runter. Gehen wir auf 3. So, jetzt nehmen wir den anderen Taster. Wir wollen wieder schnell nach oben. So, und jetzt wieder runter. So, jetzt ist das Hüpfen schon etwas weniger. Der Fahrstuhl ist aber immer noch relativ schnell unterwegs. Ja. Und wir können halt, also auf Stufe 3 ist natürlich 4, weil 0 1 ist. Also wenn ich jetzt auf Stufe 0 gehe, haben wir natürlich die Phase, die Elevatorgeschwindigkeit 1. Ja, aber ganz wichtig ist halt, wir wollen ganz schnell nach oben und es geht ab. Und ihr tut euch auch nicht die Knochenbrötchen, das ist alles soweit schick. Runter kommt er dann wieder ganz normal mit der eingestellten Geschwindigkeit. Ich zeige euch mal eben kurz den Quelltext von dem Geschwindigkeitsermessung des Elevators. Wie gesagt, das ist ein Quelltext, den packe ich nicht in die Videobeschreibung. Das ist eigentlich nur, um euch das mal eben kurz zu zeigen. So, das ist alles, was wir haben. Ja, wir haben hier den Aufzug, der ist auf D0 gepackt. Dann haben wir das LCD, das ist dann auf D1 gepackt. Wir lesen die Geschwindigkeit aus und schreiben sie auf Display und gehen dann wieder zu Zeile 3. So, das ist also, mehr macht der Chip wirklich nicht. Und dieser Chip hier, der regelt genau die Funktionalität des Fahrstuhls. Wichtig ist natürlich, ihr braucht ein abgeschlossenes Stromnetzwerk dafür, da ihr die Taster benutzt und wahrscheinlich woanders auch noch Taster habt. An jeder Etage, Zwischenetage, die ihr habt, ein Taster dran. Dann geht das. So, was passiert hier? Ganz wichtig ist, wir haben jetzt hier 15 Etagen. Ganz oben steht eine 15. Die steht immer hier. Hier ist jetzt eine 0. Ja, dann käme jetzt hier die 2. Ja, und ganz oben ist dann halt die 15. Man sieht es auch schon, der fährt jetzt in der 15 rein. Jetzt fährt er in eine 0 rein. So. Na komm, mach doch hinne. So. Das heißt, die oberste Etage müsst ihr im Skript hier, Endetage, da tragt ihr die Zahl ein, wo ihr ankommen wollt, was ganz oben ist. Ja. Dann packt ihr auf D0, auf diesem hier, packt ihr den Aufzug. Ja. Da könnt ihr nehmen, welchen ihr wollt. Ich habe jetzt einfach mal den mittleren genommen, der ist hier.
Den habe ich mir benannt in Aufzug minus 1. Die anderen sind alle unwichtig. Ihr könnt natürlich auch den hier umbenennen und auf den Taster packen. Das spielt keine Rolle, oder den ganz oben. Die Zwischenetagen dürft ihr nicht draufpacken. Dann wird der Fahrstuhl nicht mit diesem Skript so funktionieren. Das funktioniert nämlich dann rein gar nicht. Auf D1 packt ihr den Wahlschalter, den wir ja hier haben, um die Geschwindigkeit des Fahrstuhls einzustellen. Und damit wäre das Skript schon fertig. Dann heißt es, das ist alles. Ja. Ich hoffe, euch nicht mit dem Fahrstuhl gelangweilt zu haben. In dem Sinne verabschiede ich mich auch schon und wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend und bleibt gesund. Bis dahin, euer Matthias.